Hallo zusammen, neues Video für euch. Diesmal geht es nicht um eine Shooting-Anleitung, Photoshop-Tipp oder ähnliches. Ich meine, warum erzähle ich das? Ihr habt es im Titel gesehen. Es geht heute darum, was in meinem Fotografenvertrag steht, beziehungsweise was in meinen Augen reingehört und warum. Warum mache ich das jetzt, das Video? Zum einen, ich habe vor einigen Monaten schon mal ein Video gemacht zum Thema TFP versus Pay und da schon mal mit erwähnt, man sollte immer mit einem Vertrag shooten. Diese Meinung bin ich übrigens immer noch. Und zum anderen hatte ich jetzt vor kurzem mit einem Model geschrieben, wo wir uns auch schon über Shooting-Thema etc. alles einig waren. Und ich ihr dann meinen Vertrag geschickt habe und sie dann gesagt hat, nee, sie möchte nicht mehr mit mir shooten, weil der Vertrag zu kompliziert ist. Das Video ist auch überhaupt kein Angriff jetzt auf das Model. Ich weiß selbst, mein Vertrag ist wahrscheinlich, ohne dass ich jetzt natürlich die Verträge von euch allen da draußen kenne, ist sehr, sehr umfangreich und wahrscheinlich umfangreicher als der Vertrag bei den meisten von euch. Wenn ich das einfach mal mit den Verträgen vergleiche, die ich von bekannten Fotografen kenne oder auch den Standardverträgen, die es in auf verschiedenen Plattformen gibt, wo sich Models und Fotografen treffen. Diese Verträge sind sehr, sehr knapp gehalten. So, warum ist jetzt meiner so lang? Oder erst nochmal, wie gesagt, Klarstellung. Kein Angriff auf das Model. Ich weiß selbst, mein Vertrag ist kompliziert. Er muss es aber in meinen Augen auch sein. Fang mal damit an. Warum muss es so sein? Ganz einfach. Wir alle machen einen Vertrag, damit alles Mögliche ordentlich geregelt ist und es keine Grauzonen gibt oder Missverständnisse zwischen Fotograf und Model und natürlich auch potenziell anderen beteiligten Parteien wie eine Visagistin oder so. Deswegen machen wir einen Vertrag. So, je kürzer ein Vertrag ist, das liegt in der Natur der Sache, umso ungenauer ist er. Je mehr ich schreibe, umso besser kann ich irgendwas detailliert beschreiben. Das ist der Grund, warum unsere Gesetzesbücher hunderte Seiten lang sind. Einfach weil sie versuchen, möglichst viel abzudecken. Und genau das Gleiche mache ich bei meinem Vertrag auch. Ich versuche, möglichst viel abzudecken, sowohl für meine Sicherheit, aber auch für die Sicherheit des Models. Ich sage dazu, mein Vertrag ist ein lebendes Dokument. Soll heißen, der wird regelmäßig geändert. Steht jetzt auch mal wieder an. Komme ich aber dann nochmal dazu. Einfach, ich lerne aus meinen Erfahrungen, aber auch aus den Erfahrungen meines Models oder meiner Models. Wenn zum Beispiel ein Model mir ein paar Geschichten erzählt, wo es mit einem Fotografen nicht so gut lief etc., dann versuche ich natürlich sowas auch, wenn es denn möglich ist, natürlich das in meinen Vertrag dann mit einfließen zu lassen, einfach um den Models natürlich eine gewisse Sicherheit zu geben. Das ist der Grund, warum mein Vertrag so umfangreich ist. Weiterer Grund, warum mein Vertrag so umfangreich ist, ist, dass es kein reiner TFP-Vertrag ist. Mein Vertrag deckt sowohl TFP-Shootings als auch Pay-Shootings ab. Allein aus dem Grund habe ich natürlich Formulierungen drin, dass dieser Punkt gilt nicht für TFP oder dieser Punkt gilt nicht bei dem Shooting-Paket, wie auch immer. Das macht es natürlich komplexer. Deswegen war auch das besagte Model so ein bisschen erschlagen, weil natürlich dadurch, dass ich das Ganze auch für Pay-Shootings nehme, steht auf diesem Vertrag natürlich meine Bankverbindung. Klar, wenn ich gebucht werde, muss mich meine Kundin oder mein Kunde ja bezahlen. Und bevor sie dann jedes Mal schreiben, wohin muss ich das Geld überweisen, steht das gleich mit drauf. Steht damit auch auf einem TFP-Vertrag drauf? Ist in der Natur der Sache, wenn man eine Vorlage in Word hat. Wobei ich das wahrscheinlich demnächst noch ändern werde, dass es unterschiedliche Verträge gibt. Aktuell ein Formular für alle meine Shooting-Pakete und deswegen so komplex. So, das war genug der einleitenden Worte. Gehen wir jetzt einmal in den Vertrag rein. Beziehungsweise eine Sache sage ich davor noch. Und zwar, ich werde euch jetzt hier nicht mit Juristendeutsch hoffentlich langweilen. Ich werde nämlich nicht die einzelnen Punkte vorlesen. Denn dann geht das Ganze zu weit. Da sind auch teilweise Sachen drin, die einfach für die Juristerei drin stehen. Zum Beispiel die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle vom Blablabla durchgeführten Aufträge etc. Das bringt dem Model nichts. Das sind ganz normale Sätze, die im deutschen Recht, im Vertragsrecht mit drin sind. Oder als Beispiel,
sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein. Also die berühmte salvatorische Klausel ist drin. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, steht drin. Das macht es natürlich alles ein bisschen komplexer. Aber über die wichtigen Punkte, die jetzt Shooting-Teilnehmer betreffen, also für mich als Fotograf und für euch, wenn ihr einige Sachen davon mit in euren Vertrag aufnehmen wollt, als auch für Zuschauer und Models, die gehen wir jetzt einmal durch. Fangen wir damit an. Die erste Seite in meinem Vertrag ist eine reine Zusammenfassung. Da steht im Endeffekt nur drauf, welches Shooting-Paket. Und mit Shooting-Paket meine ich dann zum Beispiel meine Pay-Shooting-Angebote, also Outdoor 2 und Business 3 und, keine Ahnung, Studio 1 oder Gold-Shooting, wie auch immer. Das sind meine Pakete, die ich anbiete. Eines der Pakete ist zum Beispiel TFP. Dazu gehört dann natürlich der Basispreis. Das ist bei TFP natürlich 0 Euro. Bei den gewissen Shooting-Paketen steht dann da natürlich der entsprechende Preis. Es steht drin, wie viele Bilder inklusive sind in dem Shooting. Gerade Pay-Shootings haben natürlich, wenn ich gebucht werde, sage ich ja nicht, gib mir 100 Euro und du kriegst so viele Bilder, wie du willst. Weiß ich, machen manche Fotografen, nein, schlechte Erfahrung damit gemacht. Deswegen steht da eine Anzahl, beispielsweise Gold-Shootings sind 10 Bilder inklusive. Bei TFP steht eine Mindestanzahl dabei, weil da hängt es ein bisschen auch davon ab, was am Shooting so gemacht wurde alles. Wenn ich 5 verschiedene Setups gemacht habe, sind 10 Bilder ein bisschen wenig. Wenn ich nur ein Setup gemacht habe, sind 10 Bilder mit sich vielleicht schon gut. Es steht drin für die Pay-Shootings, wie viel jedes weitere Bild kostet. Also Beispiel wieder von eben, 10 Bilder sind inklusive. Die Person möchte aber 12 Bilder, weil sie einen Kalender füllen möchte. Müsste sie ja 2 Bilder extra kaufen. Hier steht dann, wie viel jedes einzelne Bild kostet. Es ist ein Anmerkungsfeld, falls es Sondervereinbarungen noch gibt. Eine Kilometeranzahl, damit einfach mal klar ist, hier Outdoor-Shootings zum Beispiel mache ich hier in meinem Umkreis. Da sind 50 Kilometer, wichtig, beide Strecken zusammen addiert, sind inklusive. Und falls mich dann jemand für ein Outdoor-Shooting in Hamburg bucht, dann kommen halt der Preis pro Zusatzkilometer. Ein Punkt steht noch drauf, der findet sich in den meisten Verträgen nicht, also gerade wenn es um TFP geht, und zwar der Verzicht eines Nutzungsrechts. Was das bedeutet, komme ich dann dazu, wenn das Nutzungsrecht im Vertrag erklärt wird. So, also das steht auf meiner ersten Seite. Es steht drauf, wann, also an welchem Datum das Shooting ist, um wie viel Uhr und für wie lange. Jetzt heißt es nicht, dass ich da mit der Stoppuhr daneben stehe, wenn da hier steht jetzt 2 Stunden. Dann heißt das nicht, dass ich nach 2 Stunden meine Zelte alle abbreche. Das heißt aber, dann können wir nochmal 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten dranhängen, aber bitte nicht nochmal 2 Stunden. Dafür gibt es andere Shooting-Pakete. Es steht drin, wo der Treffpunkt ist. Das ist meistens meine Adresse für Studioshoots, aber auch wenn ich mit dem Model zusammen irgendwo hinfahre an der Location, dass wir nicht mit 2 Autos fahren müssen, steht meistens meine Adresse. Aber wenn man sich natürlich auf was anderes geeinigt hat, wird das dann hiermit erwähnt. Zusätzlich steht nochmal der Name von meinem Model da, beziehungsweise wenn es mehrere Personen sind, egal ob jetzt Boy-Girl-Shooting, Girl-Girl-Shooting, Familien-Shooting, steht hier nur der Name von einer Person und das ist nämlich mein Hauptansprechpartner. Mit dieser Person kläre ich alles über das Shooting ab. Diese Person kriegt auch später, wenn es ein Pay-Shooting ist, die Rechnung. Und diese Person ist auch dafür zuständig, mir zu sagen, welche Bilder denn bearbeitet werden sollen. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, ich möchte nicht, oder sagen wir es mal so, wenn ihr eine Konfirmation begleitet, wo 10 Familien sind, ihr möchtet nicht mit allen 10 Familien oder am besten noch mit jeweils 2 Elternteilen aus jeder Familie, was dann schon 20 Personen wären, abverhackstückeln, welche Bilder bearbeitet werden sollen. Um Gottes Willen, da kommt ihr aus dem Nachrichtenschreiben gar nicht mehr raus. Oder Beispiel Familienshooting. Mama findet die Bilder toll, Papa findet die Bilder toll und Oma findet ganz andere toll und Opa ist es egal, aber die Tochter sagt, auf dem Bild sehe ich doof aus. Ey, das ist dann nicht mehr meine Diskussion, da werdet euch bitte innerhalb der Familie einig. Deswegen steht dann hier eine Person und diese Person sagt mir, welche Bilder. Und wenn die vorher innerhalb der Familie 5 Tage drüber diskutieren, ist das deren Sache. Aber da muss ich an der Diskussion nicht teilnehmen. Also das wäre die erste Seite. Hauptsächlich eine Übersichtsseite.
Und jetzt geht es wirklich an die Juristerei, an die Punkte. Wie gesagt, da stehen auch einige Sätze drin, die wirklich reine Juristerei sind. Was heißt, sie gelten als vereinbart mit Entgegennahme der Lieferung und bla und blub. So, die wirklich wichtigen Punkte jetzt für Model und Fotograf sind, dass ich als Fotograf berechtigt bin, wenn für das Shooting nötig, Leistungen von Dritten auf Rechnung des Models einzukaufen. Klingt ziemlich abstrakt, da sage ich aber, nehmen wir mal an, du buchst ein Splash-Shooting und ich sage dir, wir brauchen einen Helfer, nämlich jemanden, der auf dich wirft. Und du bringst keinen Helfer mit. Oder sagst, du hast keinen. Natürlich kann ich dann einen Helfer engagieren, aber der Helfer macht das ja auch nicht einfach nur aus Spaß an der Freude. Der stellt sich nicht 2 Stunden hin und wirft und wirft und wirft und hat dann am Ende nichts von. Gleiches gilt, wenn du ein Beauty-Shooting willst mit Make-up-Artist, kannst dich selbst aber nicht schminken. Natürlich kann ich dann einen Make-up-Artist buchen, ja, aber warum soll ich den bezahlen? Du wolltest das Shooting. Das ist der Grund, warum das drin steht. Habe ich bisher auch noch gar nicht gebraucht. Doch, bei einer Hochzeit habe ich es einmal gebraucht. Stimmt, da brauchte ich einen Helfer. Ja, aber ansonsten, ja. So, was steht noch drin? Wichtiger Punkt jetzt hauptsächlich für mich, werden die meisten von euch wahrscheinlich nicht brauchen. Es steht drin, dass ich Videos während des Shootings aufnehmen darf, eben um euch aus meinen Shooting-Tipps so behind the scenes zeigen zu können. Jetzt muss ich da auch zu meiner eigenen Schande gestehen, das ist hier sehr, sehr high level. Steht das im Vertrag drin? Es steht einfach drin, ich darf Videos während des Shootings aufnehmen. Das ist so ein bisschen Definition, was gehört denn zu dem Shooting? Theoretisch, wichtig, ich bin kein Anwalt, aber das ist mein Verständnis, theoretisch würde mir das erlauben, das Model auch beim Umziehen zu filmen, weil das Umziehen ja zu dem Shooting gehört, das, in ins entsprechende Outfit zu gehen. Habe ich jetzt nicht vor, was soll ich mit einem Video, wo das Model sich umzieht, kann ich eh nicht auf YouTube posten und auf Instagram auch nicht oder etc. Und meine Festplatte kriege ich auch anderweitig voll. Aber es steht aktuell sehr, sehr schwammig formuliert hier drin, da werde ich mit Sicherheit nochmal ran müssen. Es steht drin, dass ich natürlich die Bilder nachträglich bearbeite, dabei die Würde der Person bewahre, dass ich jetzt nicht, wenn es ein Familienshooting ist, Mama auf den Kopf eines Pornostars setze in der Nachbearbeitung oder alles. Beachte die Würde hin, dass ich nichts Illegales mache, also dir kein Hakenkreuz-Tattoo verpasse oder wie auch immer. Wichtiger Punkt jetzt, und das habe ich gelernt aus den Berichten meiner Models. Meine Models kriegen von mir eine Liste mit den Bildern, wo ich erstmal eine Vorabsortierung gemacht habe. Vorabsortierung heißt bei mir, ich schmeiße die ganzen unscharfen Bilder raus, ich schmeiße die ganzen Lichttests raus und ich schmeiße die Bilder raus, wo ich mir sicher bin, dass das Model seinen Gesichtsausdruck nicht mögen wird. Das ist sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. Aber alles andere geht dann als Liste ans Model, damit das Model sich aussuchen kann, welche Bilder es denn haben möchte. Denn Geschmack von Fotograf und Model kann unterschiedlich sein. Also soll das Model selbst aussuchen, was es haben möchte. Und diese Liste mit zur Auswahl bekommt das Model von mir innerhalb von 7 Tagen nach dem Shooting. Also hier steht wirklich die Zahl 7 drin, damit das Model weiß, okay, innerhalb von einer Woche habe ich die Bilder, zumindest mal zur Vorauswahl, und muss nicht 3 Monate warten. Und es steht natürlich drin, dass diese Liste nur zur Vorauswahl gedacht ist. Also das sind keine Bilder, die du posten darfst. Die sind auch alle mit einem Wasserzeichen versehen. Trotzdem nochmal, das sind keine Bilder, die man posten darf. Dient der Auswahl. Out of Cam, unbearbeitet, alles. Kannst du frei aussuchen. Genau, aus dieser Vorauswahlliste wählen die Models dann die Bilder aus. Das Model muss mir innerhalb von 14 Tagen dann sagen, bitte, welche Bilder es haben möchte. Warum bin ich da so radikal? Ich meine, 14 Tage ist eine gewisse Zeit. 2 Wochen, wenn dir das Shooting so wenig gefallen hat, dass du nach 2 Wochen noch nicht mal durch die Liste geschaut hast, dann brauchst du wahrscheinlich gar keine Bilder. Ansonsten bist du ja wahrscheinlich selbst gespannt, welche Bilder entstanden sind und dann sollten 14 Tage kein Problem sein. Hintergrund, warum ich das drin habe, ist, ich hatte auch schon Shootings, wo das Model irgendwie nach 3 Monaten irgendwann mal mir gesagt hat, oh ja, aus dem ersten Setup hätte ich gern die Bilder und aus den anderen 4 Setups habe ich nochmal 2 Monate gewartet, bis ich die Liste bekommen habe. Und dann bearbeite ich irgendwann im Dezember Bilder, die ich im Juli geshootet habe.
ist jetzt nicht Sinn der Sache. Bringt meine ganze Zeitplanung durcheinander, deswegen 14 Tage. Was passiert, wenn das Model die 14 Tage nicht einhält? Dann kommt der nächste Punkt, dann darf ich aussuchen. Weil ich kann dich ja nicht zwingen, mir eine Liste zu schicken, also mir deine Auswahl zu schicken, aber dann kann ich sagen, okay, dann suche ich halt jetzt aus. Dann liegt die Auswahl jetzt bei mir. Seit ich das im Vertrag drin stehen habe, ist das auch noch nie zur Anwendung gekommen. Aber als Sicherheit natürlich, sowohl für mich als auch fürs Model, damit es weiß, was ich erwarte, steht das dann mit drin. Und wenn man das Model mir vorher sagt beim Shooting, oh, ich kann aber nicht innerhalb von 14 Tagen, weil ich direkt morgen nach dem Shooting in Urlaub fliege, hey, dann kann man mit mir reden. Dann kann ich ja auch sagen, okay, dann warte ich halt noch eine Woche länger. Aber es gibt dann irgendwo, gibt mir der Vertrag irgendwann das Recht zu sagen, okay, jetzt ist Schluss mit Goodwill. Ich habe viel Verständnis gezeigt, jetzt suche ich halt irgendwann mal aus. So. Steht drin, dass nochmal, auch das wieder Juristendeutsch, dass wenn du ein Pay-Shooting gebucht hast und nur eine gewisse Anzahl an Bildern drin ist und jedes weitere Bild extra kostet, das haben wir ja, wie gesagt, als Zusammenfassung auf der ersten Seite schon gesehen. Es steht drin, dass bei Hochzeit, dass bei dem Paket Hochzeit das Brautpaar nicht aussuchen muss. Das hat nach der Hochzeit eh erstmal anderes zu tun. Hochzeitsshooting sind bei mir eine Flatrate, das heißt, alle Bilder, die vernünftig geworden sind, kriegen eine Bearbeitung. Das wird dann keine High-End-Beauty-Retusche, aber du möchtest mir mit Sicherheit auch nicht nach einer Hochzeit 200 Nummern schicken, weil du 100 Gäste hattest und jeder mal jedem Glückwünsche gegeben hat und ich davon ein Bild habe. Also da ist es einfach blödsinnig, dass dem Brautpaar das dann aufzuerlegen, da suche ich aus. In der Regel sind Hochzeitsshootings bei mir 100 bis 150 Bilder. Was heißt in der Regel, so oft mache ich Hochzeiten nicht, weil es mir viel zu stressig ist. So, solltest du weniger Bilder aussuchen als das, was im Paket vereinbart ist, kann ich aufstocken. Das heißt, Pay-Shooting, du hast 10 Bilder inklusive, hast aber nur 8 ausgesucht, dann kriegst du halt trotzdem 10, weil die restlichen 2 ich ausgesucht habe. Jetzt die Sicherheit für das Models, für die Models. Du kriegst die fertigen Bilder spätestens 30 Werktage, nachdem du mir gesagt hast, welche Bilder du möchtest. Auch das Sicherheit fürs Model, genauso wie ich meine Sicherheit will, dass das Model mir zeitnah sagt, welche Bilder es haben will, ist das eine Sicherheit für das Model, dass es dann weiß, okay, es kriegt auch zeitnah dann die Bilder. Also 30 Werktage nach erfolgter Auswahl kriege ich in der Regel, je nach Auftragslage, kriege ich das innerhalb von 1 bis 2 Wochen sogar schon hin. Aber dass ich halt auch noch den Puffer habe, 30 Tage, weil vielleicht mache ich auch ein Shooting direkt, bevor ich in Urlaub fahre. Oder so, und dann ist es auch doof. Deswegen 30 Tage, außer in Spitzenzeiten, also gerade um die Weihnachtssaison, da steht 60 Tage, bin ich aber auch noch nie über die 30 Tage hinweggekommen. Also ist auch so ein Proforma im Vertrag. Bisher habe ich es immer in Time hinbekommen. Es steht natürlich drin, wie du das, also wie du als Model dann die Bilder kriegst, kriegst du einen Download-Link, kriegst du einen USB-Stick per Post geschickt, wie auch immer. Das steht drin, das sind alles so kleine Punkte, die in den meisten Verträgen nicht drin stehen, wo es aber dann trotzdem mal Meinungsverschiedenheiten geben kann. Und genau die wollen wir ja vermeiden, sonst bräuchten wir keinen Vertrag. Wenn es immer nur geht, oh, wir verstehen uns so gut, brauchen wir keinen Vertrag. Aber ich denke, keiner von euch kann garantieren, dass er sich mit seinem Model in 10 Jahren, 15 Jahren immer noch genauso versteht wie er heute. Das wünschen wir uns, aber können wir es garantieren? Nein. So, die nächste Seite geht dann darum, was darf wer mit den Bildern machen, also was dürfen die Models. Steht ganz klarer Hinweis, es sind nur Nutzungs- und Verwertungsrechte, das Urheberrecht bleibt beim Fotografen, das ist gang und gäbe im deutschen Urheberrecht. Es steht drin, wo du die Bilder vervielfältigen darfst, also du kannst die auf deiner Festplatte speichern, du kannst sie auf CDs packen, USB-Sticks, du kannst sie in deiner Cloud speichern, du kannst sie zur Form der Eigenwerbung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf deiner eigenen Webseite nutzen, in sozialen Netzwerken, in eigenen Videos, du darfst die Bilder drucken etc. Wichtig ist immer zur Eigenwerbung. Das war früher der berühmte Satz, keine kommerzielle Nutzung. Jetzt ist natürlich kommerzielle Nutzung durch die deutsche Rechtsprechung relativ weit gefasst, sprich, sobald ich ein Gewerbe habe, selbst wenn es nur ein Kleingewerbe ist, was ja bei vielen Models der Fall ist,
dann ist das reine Posten auf dem Model-Account im Social Media ist im deutschen Recht dann schon eine kommerzielle Handlung, weil das Model ist ja ein Pay-Model, welches damit mit den Bildern natürlich Werbung schaltet für sich selbst. Deswegen ist der Satz keine kommerzielle Nutzung nicht mehr haltbar in so Verträgen. Meine Meinung, nochmal, ich bin kein Anwalt. Aber deswegen habe ich gesagt, zur Eigenwerbung darfst du es verwenden. Eigenwerbung beinhaltet, du willst dich präsentieren. Du willst den Leuten zeigen, wie du als Model aussiehst und wie du posen kannst etc. Eigenwerbung hört da auf, wo du fürs Posten Geld kriegst. Zum Beispiel bei OnlyFans, Patreon oder du verkaufst die Bilder an den Playboy, wie auch immer. Das ist dann keine Eigenwerbung mehr. Das ist dann wirklich eine Gewinnerzielungsabsicht mit der eigentlichen Handlung. Du bist verpflichtet, mich als Urheber zu nennen, also beim Bild zu sagen, hier Picture by Tom's 4, wie auch immer, aber nur solange das verhältnismäßig ist. Wenn du eine Webseite hast mit einer Galerie von lauter Bildern und dann verlange ich natürlich nicht, dass du nur unter die Bilder von mir einen Namen packst und bei den Bildern von anderen Fotografen steht kein Name drunter. Das zerschießt das ganze Design. Aber da, wo es ohne Probleme möglich ist, also in Social Media zum Beispiel mit einem Taggen, mit Menschen, da ist es ja easy und dann machst du es da auch. Ja. Steht sonst noch was Wichtiges da drin? Ne? Nur wieder typisches Juristendeutsch. Der Widerruf nach Paragraph 42 im Urheberrechtsgesetz, der gilt weiterhin und so weiter. Also, ich habe es, wie gesagt, sehr detailliert zu machen. Ein paar der Sachen sind auch entlehnt aus einem Vertrag, den eine Gewerkschaft anbietet für Fotografen. Deswegen ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen. So, Rechte des Auftragnehmers sind größtenteils identisch mit den Rechten der Auftraggeber. Einziger Unterschied ist, dass ich als Fotograf und damit als Urheber auch berechtigt bin, die Bilder auf Fotoausstellungen zum Beispiel zu präsentieren, wo ja eine Gewinnerzielungsabsicht dabei ist. Denn wenn ich irgendwo auf eine Ausstellung mache im Museum, dann werde ich natürlich an den Besucherzahlen beteiligt. Das steht mit drin, dass ich Fotoprodukte machen darf, wie ich zum Beispiel vor 2 Jahren meinen Kalender gemacht habe. Da habe ich aber sowieso in der Regel mit den Models ein extra Kalendershooting gemacht. Theoretisch könnte ich es auch aus den normalen Shootings rausnehmen, spreche ich trotzdem immer mit dem Model ab. Und da es ja sonst unfair wäre, dass ich damit Geld verdienen darf und das Model nicht, steht noch mit drin, dass sämtliche Gewinne, die ich aus so einem Erwerb tätige, ein gewisser Prozentsatz an das Model mitgeht. Oder an die beteiligten Models. Bei dem Kalender sind es ja wahrscheinlich mehrere Models drin zu sehen. Es steht auch noch drin, dass du natürlich auf Wunsch sagen kannst, ich soll dich beim Posten nicht mit Namen nennen. Kann ja sein, dass du nicht willst, dass da das gesagt wird. Das steht mir drin. Und der wichtigste Punkt, beziehungsweise nee, nicht der wichtigste Punkt, aber der Punkt, wo sich mein Vertrag von vielen anderen Verträgen unterscheidet, ist, auch ein TFP-Shooting kann bei mir Geld kosten. So, jetzt werdet ihr denken, was erzählt der da? TFP heißt doch eigentlich Geld eben nicht. Richtig, gut aufgepasst. Was habe ich aber in meinem Vertrag mit drin stehen? Ich habe, und das habe ich ja vorhin auf der Startseite mit erwähnt, einen Verzicht der Nutzung. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ein TFP-Shooting ganz normal bei mir 0 Euro kostet. Alles gut. Ich biete den Models aber die Möglichkeit an, muss man nicht annehmen, um Gottes Willen, aber ich biete den Models an, einzelne Bilder aus einem TFP-Shooting trotzdem rauszukaufen. Warum? Ich nehme mal als Beispiel eins meiner Stammmodelle. Mit ihr shoote ich fast ausschließlich TFP. Einfach weil sie immer mal Bilder braucht von sich, was Neues. Und ich mit ihr sehr, sehr viel ausprobieren kann. Und sie möchte aber immer ganz gerne für ihren Partner so ein kleines Geschenk mal mitbringen. Das sind dann teilweise Bilder, die eben nicht jeder sehen soll. Deswegen, solche Bilder sind in einem TFP-Shooting ja ein bisschen blöd, weil TFP bedeutet ja, Fotograf darf die Bilder genauso nutzen, wie es das Model darf. Und wenn das Model die Bilder kriegt, hat der Fotograf sie auch. Also die fertig bearbeiteten. So,
jetzt möchte mein Stammmodel aber nicht, dass manche Bilder, hauptsächlich ist sowas im Sensual-Bereich anzusiedeln, im Internet landen. Das kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Einmal die persönliche Einstellung, das kann sein, dass es vom Job her nicht so gut ist. Ich weiß, dass gerade zum Beispiel bei den Ordnungsbehörden sowas ungern gesehen ist. Ich kann auch absolut nachvollziehen, dass Lehrkräfte an öffentlichen Schulen jetzt vielleicht nicht unbedingt die heißesten Bilder von sich im Internet haben möchten, wo das jeder Schüler mitsehen kann und jedes Elternpaar vom Elternabend auch noch. Aber auch solche Leute möchten ja vielleicht mal das ein oder andere Sensual-Bild. Jetzt kann man natürlich sagen, könnte ich natürlich so gnadenlos strikt harte Grenze ziehen und sagen, okay, wenn du solche Bilder willst, buch ein Pay-Shooting bei mir. Ab einer gewissen Anzahl an Bildern solltest du das auch machen, weil dann das Pay-Shooting günstiger ist, als die einzelnen Bilder rauszukaufen. Aber mit meinem Stammmodel mache ich das zum Beispiel so, wir machen unser Shooting-Thema, was wir eigentlich machen wollten, bla 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 bla. Und dann kommt sie an und sagt, hier, ich brauche noch zwei Bilder für XY, jetzt keine Namen nennen. Das Model, wenn es das Model sieht, weiß es eh, dass es gemeint ist. Und dann sagt es, ich brauche noch zwei Bilder für ihn. Und dann machen wir irgendwelche Sensual-Bilder. Da haben wir schon Loki in der Dusche gemacht. Da haben wir bei Seeshootings ein bisschen weniger Kleidung angehabt, etc. Und nur diese Bilder kauft das Model dann raus. Das ist eine Möglichkeit. Wenn du so oft, entweder du sagst, nee, wir shooten gar nicht sensual, dann wirst du wahrscheinlich mir eh nichts rauskaufen, weil du sagst, nee, kannst die Bilder ruhig posten. Dann bleibt bei dir unterm Strich immer noch 0 Euro stehen. Oder du bist so offen und sagst, Dessous-Shooting mache ich mit anderen Fotografen auch und gibt es von mir eh schon genügend Dessous-Bilder im Internet, kannst du auch posten. Auch dann bleibt bei dir die 0 unten stehen. Also das ist ja keine Pflicht, dass du irgendwo was bezahlst. Du bezahlst nur dann, wenn du möchtest, dass du das Recht hast, die Bilder zu nutzen und ich nicht. Was ja dem TFP-Gedanken widerspricht. Ich biete es aber an und wer das nicht annehmen möchte, muss das auch nicht annehmen. Ich weiß aber, dass das bei zumindest den Models, mit denen ich bisher geshootet habe, sehr, sehr positiv angekommen ist. Mein Stammmodel ist nicht die einzige Person, die mir schon Bilder rausgekauft hat. Es gibt auch andere Models, die TFP-Shootings mit mir gemacht haben, dann mir noch zwei Bilder abgekauft haben und trotzdem wiederkamen, weil sie sich eben nicht über den Tisch gezogen fühlen, sondern weil ich natürlich all das, was ich jetzt erkläre, mit meinen Models, die neu sind, vorm Shooting auch einmal diesen Vertrag durchgehe. Ich spiele da mit offenen Karten und sage, hier, das ist die Möglichkeit. Und wenn du keine Sensual-Bilder von dir im Internet haben möchtest, hast du zwei Sicherheitsstufen. Erste Sicherheitsstufe ist, du shootest es nicht. Zweite Sicherheitsstufe ist, du kannst es rauskaufen. Und wenn es dir egal ist, dass Sensual von dir im Internet ist, musst du auch nichts kaufen. Also ist eine Sonderlocke in meinem Vertrag, haben nicht viele drin. Meine Models finden das sehr, sehr positiv. Man muss sich aber natürlich erstmal das Ganze erklären lassen und wer mir nicht glaubt, das dann selbst nachlesen, dass das hier drin steht. Auf Verlangen, blablabla, verzichte ich auf die in Ziffer 4 genannten Rechte. Ausnahme ist das Urheberrecht, das trete ich natürlich nicht ab, ich bin immer noch der Urheber. Die Art des Verzichts und die daraus resultierenden Kosten sind abhängig vom Shooting-Paket. Also war jetzt doch mal ein Satz. Aber das steht zum Beispiel so bei mir drin. Liebes Model, wenn du möchtest, nur wenn du möchtest, kannst du es mir abkaufen, ansonsten nicht. So. Gehen wir mal ein bisschen voran, sonst wird das Video viel zu lang. Ich habe natürlich noch mit drin stehen, das gilt das gleiche wie vorhin bei dem Helfer, jetzt nur auf Requisiten, Accessoires, die fürs Shooting nötig sind. Wenn nicht anders angegeben, trägt die natürlich auch derjenige, der mich bucht, also das Model. Splash Shooting ist jetzt ein doofes Beispiel, weil da habe ich natürlich die Farbe schon im Preis inkludiert, damit mein Model auch vorher weiß oder diejenigen, die das buchen wollen, wissen, auf was für Kosten kommen auf sie zu. Ich fände es ein bisschen intransparent, wenn ich auf meiner Seite sagen würde, ja, hier, Farbsplash Shooting kriegst du für 70 Euro und dann kommst du hierher, freust dich, oh jo, für 70 Euro Farbsplash Shooting und danach kriegst du eine Rechnung über 270 Euro, weil die Farben nicht mit drin waren. Aber es gibt natürlich Sachen, wo man nochmal extra Requisiten braucht. Ich sag mal, Milchbart-Shooting mit schönen Blumen, da fahre ich natürlich am Tag des Shootings los und hole nochmal frische Blumen. Dann bezahlst du mir die natürlich auch, weil die habe ich für dein Shooting gekauft. Ich habe Punkte zur Haftung drin, wenn du, was weiß ich, gegen die Kamera trittst oder so, je nachdem, ob absichtlich oder nicht. Ich habe Punkte drin zum Thema Datenschutz, das würde jetzt definitiv das Video sprengen.
Mache ich aber gerne nochmal ein Video dazu, was das Thema Datenschutz in der Fotografie angeht. Ich habe einen Punkt drin, der nennt sich Vertragsstrafe bzw. Schadenersatz. Ist ein Punkt, der zum Glück auch noch nie vorkam. Aber nochmal, wir machen einen Vertrag, damit alles geregelt ist. Damit es eben nicht irgendwann Streit gibt, weil irgendwie zwei Meinungen sind. So, was steht da drin beim Vertragsstrafe, Schadenersatz? Das ist zum einen, wenn du mich am Shootingort ohne Absage einfach stehen lässt, dann stelle ich dir das Shooting trotzdem in Rechnung. Zumindest einen Teil. Weil ich war da. Man kann wenigstens absagen, vielleicht mit Grund liefern, vielleicht auch nicht unbedingt erst 10 Minuten vorher absagen. Aber wenn ich dann einfach da am Treffpunkt stehe und du kommst nicht, dann habe ich meine Zeit für nichts verplempert. Genauso ist zum Beispiel eine Vertragsstrafe, wenn diese Liste, die ich ursprünglich genannt habe, diese Auswahlliste, wenn du doch davon Bilder irgendwo postest. Dafür ist diese Liste nicht gedacht. So. Diese Vertragsstrafe macht dich nicht arm, aber sie ist teurer, als wenn du ein Bild kaufen würdest. Nur mal so. Also es lohnt sich nicht, die Bilder von der Auswahlliste irgendwo zu nutzen. So, und dann stehen natürlich die Sachen drin, was ich eben schon gesagt habe. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, bla bla, die Seite ist relativ leer. So, dann kommt die Seite über alle Teilnehmer. Ich weiß nicht, ob man es hier besser sieht. Alle Teilnehmer, aktuell steht da Max Mustermann. Da geht es einfach darum, dass ich alle Teilnehmer des Shootings hier eine Unterschrift habe. Yo, ich bin damit einverstanden, dass du mich fotografierst. Bei Minderjährigen muss natürlich der gesetzliche Vertreter sein, gerade wenn es um Familienshooting geht. Wahrscheinlich muss ich das auch noch mal ein bisschen kleiner machen, damit ich mehr draufpasse. Aktuell kann ich hier 4 Personen nennen. Das reicht in der Regel für ein Familienshooting, wenn man sagt, Mama, Papa, 2 Kinder. Ich kriege ein Problem, wenn es ein drittes Kind ist oder wenn Oma, Opa auch noch drauf sollen. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das zukünftig gestalte. So, und die letzte Seite ist jetzt die, die relevant ist für das Model. Also das ist, liebes Model, das ist jetzt eine Seite, bei der du bitte aufpasst. Die letzte Seite beinhaltet im Endeffekt 2 große Felder, in die du was reinschreiben kannst. In das obere Feld schreibst du bitte alle Nummern der Auswahlliste, die dir gefallen. Bei TFP ist es alle, die dir gefallen. Und wenn dir 70 Bilder gefallen, dann schreibst du 70 Nummern rein. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich 70 Bilder bearbeite. Aber wenn du mir da 70 Nummern nennst, dann suche ich aus diesen 70 Nummern die Bilder aus, wo ich sage, das sind die coolsten. Oder schreibe mir nur 20 Nummern rein, dann wird sich das ziemlich sehr decken mit dem, was ich bearbeite. Also, im oberen Feld erstmal alle Nummern hinschreiben, die dir gefallen. Bei Pay-Shootings gilt es ganz klar, hier oben werden die Bilder reingeschrieben, die du, lieber Kunde, liebe Kundin, haben möchtest. Und wenn das Paket 10 Bilder beinhaltet und du schreibst mir da 12 Nummern rein, dann heißt das, du hast 2 Bilder extra gekauft. Unteres Eingabefeld, also Eingabefeld wäre es, wenn es digital ist, unteres Feld, wo du was reinschreibst, ist dann, ich halte es nochmal hier so in die Kamera, unteres, das ist hier diese Linie, ich hoffe man sieht es, vielleicht soll ich mir eine Kamera zulegen, wo ich selbst das Bild sehe. Da stehen jetzt all die Nummern drin, wo du möchtest, dass ich diese nicht verwende. Sprich, bei einem Pay-Shooting, nehmen wir mal, wir bleiben bei dem Beispiel, du hast 12 Nummern ausgewählt und du möchtest, dass ich alle 12 Bilder nicht verwende, weil ich sie nicht posten soll. Dann schreibst du da alle 12 Nummern nochmal hin. Möchtest du nur bei 10 Bildern, dass ich die nicht verwende, weil du sagst, die ersten beiden sind Porträt, kannst du ruhig nutzen, dann schreibst du mir unten diese 10 Nummern nochmal hin. Oben alle Nummern, die du haben willst, Pay-Shooting, oben alle Nummern, die du haben willst, unten alle Nummern, die ich nicht nutzen darf. Aus dieser Auswahl von oben. Weil nur diese Auswahl oben ist relevant. Alles, was abseits geshootet wurde, landet dann eh im digitalen Mülleimer, wenn die Festplatte mal wieder voll ist. Also, Beispiel nochmal, nur zur Klarstellung. Pay-Shooting, möchtest 12 Bilder, schreibst du oben diese 12 Nummern hin. Du möchtest, dass 10 dieser Bilder nicht von mir als Fotograf genutzt werden, schreibst du unten diese 10 Nummern nochmal hin. Das heißt, diese Nummern stehen doppelt da. Bis auf die, die ich nutzen darf. Wie sieht es bei TFP aus? Oben alle Nummern hin, die dir grundsätzlich gefallen. Wie gesagt, im Zweifel treffe ich dann die Auswahl, wenn es zu viele Nummern da genannt sind.
Und auch da unten dann wieder, welche nicht. Also bei welchen Bildern möchtest du von diesem Verzicht, den ich anbiete, bei welchen Bildern möchtest du darauf zurückgreifen? So, und danach, wenn du das ausgefüllt hast, kannst du in aller Ruhe machen. Also hast auf deinem Tablet oder Handy, Computer, hast die Liste vor dir den Zettel mit einem Kuli in der Hand, kannst du schön nebenbei mitschreiben, während du durchscrollst. Wenn du das gemacht hast, entweder abfotografieren, mir per E-Mail, WhatsApp, wie auch immer schicken, kannst es mir auch per Postale schicken. Und dann, sobald ich das dann habe, kann ich dann nämlich loslegen mit der Bearbeitung. So, das wäre einmal mein Shooting-Vertrag. Es sind ganz viele Punkte drin, die in vielen Verträgen nicht drin sind, die aber in meinen Augen trotzdem Meinungsverschiedenheiten beinhalten können. Also ich glaube, kein einziger Fotograf, also zumindest kenne ich keinen, hat wirklich so ein eigenes Blatt, wo das Model drauf schreibt, das und das Bild möchte ich. Das wird meistens ziemlich so, hier, oh, ich schicke dir hier mal 5 Nummern per Instagram und hier schicke ich dir nochmal 10 Nummern per WhatsApp und alles. Bitte bearbeitet das. Das funktioniert, solange ihr euch miteinander versteht. Aber nochmal, ist das in 10 Jahren immer noch so? Wissen wir nicht. Und dann hat man es eben schön schwarz auf weiß. Oder wenn der Kuli blau war, halt blau auf weiß. Oder ihr wisst, was ich meine. Das sind alles so Sachen, die da drin stehen. Natürlich macht es das komplexer, das habe ich eingangs schon erwähnt, dass ich das für PAY als auch TFP nutze. Eine meiner nächsten Änderungen wird mit Sicherheit sein, verschiedene Vorlagen mir in Word zu erstellen. Einfach, dass ich dann das jeweilige Dokument nehmen kann, weil wenn ich das Ganze sage, jetzt ist nur ein TFP-Vertrag, dann fliegen einige Punkte, die für PAY relevant sind, ja schon mal komplett raus. Und umgekehrt genauso. Muss ich halt nur mal die Zeit finden, die Verträge zu ändern, weil das ist jetzt auch nicht unbedingt die Arbeit, die man abends um 10 noch machen möchte. Das bin ich ganz ehrlich. Jo. Ich hoffe, das hat euch was gebracht, dass ich das mit euch mal durchgegangen bin. Könnt mir natürlich gerne unten reinschreiben, ob ihr noch was in eurem Vertrag habt, was ich gar nicht drin habe oder vielleicht jetzt nur nicht erwähnt habe. Könnt mir natürlich auch schreiben, wenn ihr der Meinung seid, dass ich das viel zu übertrieben sehe. Dann können wir uns gerne drüber unterhalten. Bisher habe ich von meinen Models sehr, sehr positive Rückmeldungen dazu bekommen. Und wenn ich meine Models damit über den Tisch ziehen wollte, dann würden wahrscheinlich meine Models auch nicht mehr wiederkommen. Ich meine, ich habe einige Stammmodels, drei Stammmodels, die waren schon eine zweistellige Anzahl an Shootings hier. Die würden nicht wiederkommen, wenn ich ihnen mit diesem Vertrag irgendwie versuche, eine Waschmaschine unterzuschieben. Zumal ich die Waschmaschine wahrscheinlich aktuell selbst eine neue bräuchte. Anderes Thema. Ich habe einige Models, die 5, 6, 7 Mal waren. Ich habe Models, die sind 5 Mal schon allein Anfahrt 200 Kilometer plus gekommen. Das würden die nicht machen, wenn ich sie mit dem Vertrag über den Tisch ziehen würde. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass er so ausformuliert ist, bringt er dem Model ja sogar Sicherheit, dass das Model weiß, wann bekommt es die Bilder und nicht dem Fotografen 3 Monate hinterherlaufen muss. Jo. Das, wie gesagt, einmal mein Vertrag, so im Schnelldurchlauf. Das ist ungefähr auch der Schnelldurchlauf, den ich immer mache, wenn es mit meinem Model oder mit einem First-Time-Model bei mir, wenn wir das durchgehen, auch da mache ich das einfach, dass das Model weiß, was es unterschreibt und nicht einfach nur blind liest. Unterschreibt, weil die meisten würden es nicht lesen. Und da ich aber gerne mit offenen Karten spiele, ein Model, dem du alles erklärst, ist ein zufriedenes Model. Weil es weiß, auf was es sich einlässt. Also, in dem Sinne, doch ein bisschen länger geworden das Video, als ich gehofft hatte. Ich hatte gehofft, ich bleibe unter 30 Minuten, jetzt bin ich ein bisschen drüber. Naja. Wenn ihr trotzdem jetzt noch dran seid, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Durchhalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, was haltet ihr davon? Guter Ansatz oder doch übertriebene Panik? Bin gespannt, ob ihr was dazu schreibt und wenn ja, was. Ansonsten würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören und wir sehen uns, hören uns im nächsten Video. Ciao.